eines der Partisanenlieder, die mir meine Mutter vorgesungen hat, als ich klein war, handelt von einem Partisanen, der schwer verletzt ist und begraben werden will. Nur sein linker Arm soll noch aus der Erde ragen. Am toten Arm soll sein Pferd festgebunden werden. Jedes Mal muss ich bei diesem Lied weinen. Irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, musste ich nicht weinen und ich war deshalb ganz stolz auf mich. Mit 2 Jahren habe ich bereits von Hitler gehört und von den KZs. Ich weiß das mit Sicherheit, denn es gibt Kassettenaufnahmen, auf denen ich Hitler neben Schneewittchen und Jesus auch erwähne. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal von André gehört habe, aber ich habe ihn immer bewundert. Eine Art Mythos, ein wirklicher Held in meiner Familie. André war der Bruder meiner Oma. Er war bei den Partisanen. Und er ist nicht gefallen, sondern wurde hingerichtet. Ich habe oft Geschichten von ihm gehört, meistens dieselben. Ich habe Allerheiligen immer besonders gemocht und mag es noch heute, denn da sind wir jedes Jahr zu Andres Grab gefahren. Meistens, wenn es schon dunkel war und ich bin da gestanden mit meiner Oma, meinen alten Tanten, meiner Mutter und meiner Cousine. Und es hat mir viel bedeutet, die Kerzen für ihn anzuzünden. Die Familie meiner Großmutter stammt aus Ludmannsdorf, Bilčovce. Kärntner Slowenen, relativ reiche Bauern mit einem großen Hof, hoch oben am Berg. Meine Großmutter Lisi hatte 7 Geschwister. André war der Älteste. Er wurde am 17. Dezember 1924 geboren. 2 Jahre nach ihm wurde Hansi geboren. Dann kamen Zenzi, Sophie, meine Oma Lisi, nach ihr Ferdi, der im Alter von 2 Jahren gestorben ist, dann Toni und schließlich Mitzi, die jüngste Tochter. Dieses Foto wurde nach dem Krieg aufgenommen. Die beiden Toten, André und Hansi, wurden nachträglich ins Bild montiert.